Und jetzt sind wir eigentlich durch, aber ich möchte den Tag noch mal kurz zusammenbinden, weil jetzt sitzt du hier, viele sitzen hier und du hörst den einen reden, den anderen und wenn du alles miteinander gehört hast, fragst du dich, wohin soll ich jetzt? Der ganze Tag, ich möchte das noch voranstellen, auch die 13. AZK sagt mir wieder, da komme ich als Mensch nicht durch, da kommen wir als Mensch nicht durch. Das ist der ewige Grund, warum ich in meinem Glauben immer tiefer komme, weil das können wir menschlich nicht fassen. Und ich bin froh, dass wir immer mehr in die Richtung kommen, wo wir einfach kapitulieren können, sagen, es ist uns einfach zu groß, zu schwierig, es ist uns über den Kopf gewachsen, das Ganze, ich docke wieder oben an. Aber wo gehst du jetzt hin? Wir sind so viele Leute hier drin. Hörst du mich reden, dann denkst du, jetzt muss ich in die OCG. Hörst du Herr Hörstl reden, dann denkst du, ich muss in die deutsche Mitte. Und so kann man es jetzt durchführen. Was ist der Punkt? Meine Lösung ist die, das war auch schon mit dem ganzen Lied hier angesprochen, wir müssen uns identifizieren. Aber mit was identifizieren? Und ich kann immer wieder kein besseres Bild finden, dass wir auch einander nicht quer kommen, einander nicht auf eine falsche Weise rivalisieren. Ich empfinde immer wieder, wie Sie gesungen haben, ich nehme teil an der Not in der ganzen Welt. Ich kann die Menschheit nicht anders definieren als Organismus. Ja? Ich spüre, wir sind ein Organismus. Und was ist die Lösung für einen Organismus? Die Lösung ist, dass jeder hier drin irgendwo ein Organ ist. Ja? Aber was ist das Problem im Organismus? Oder ich sage mal das Gute, es wirkt als Problem. Aber ich möchte das immer wieder sagen, dass wir nicht gegeneinander irgendwo nachher ein Kräfteringen haben oder einander Vorwürfe machen, wenn nicht jeder dasselbe macht. Weil der Punkt beim Organismus ist, das Herz sagt unbedingt, es muss einfach Blut gepumpt werden in jedes Organ. Die Lunge spricht aber was ganz anderes. Die Lunge sagt, nein, es ist ganz wichtig, dass Sauerstoff in die ganzen Glieder kommt. Und dann kommen die Ohren, nein, es ist absolut wichtig, man muss hören, sonst geht das Ganze nicht. Das Auge sagt, nein, unbedingt, man muss sehen. Ohne Sehen kommst du nicht hin. Und so kannst du jetzt jedes Organ durchgehen, auch die Galle, die sagt, auf die Schärfe kommt es an, da braucht es Enzyme oder was. Der Magen sagt auch Schärfe, ja. Man muss auch, da kommt der Darm und sagt, auch Scheidung muss sein, wir müssen uns trennen können von allem Dreck und so. Du kannst den ganzen Organismus durchgehen und du wirst merken, jedes einzelne Organ wird aus seiner Perspektive sagen, auf mich kommt es an. Und wenn ich nicht bin, das Herz sagt, ohne mich stirbt die Sache. Und dann kommt die Lunge und sagt, ohne mich stirbt die Sache. Jedes Organ sagt dasselbe und jedes hat Recht. Und mein Anliegen ist, das spüren wir alle, da kommen wir ohne den Schöpfer nicht durch. Bitte schön. Da müssen wir einfach kapitulieren. Geh zu irgendeinem Glauben, den du findest, aber finde zu Gott. Der kann das, oder? Und ich sage, da, wo dein Herz hingezogen hat, ich bin wieder beim Anfang, ja, da gehe ich hin. Und ich sage, die richtige Weise ist, dass wir sprechen lernen, dass das, wenn ich jetzt mal Herz spiele, dass ich sage, ich für meinen Teil sage, für mich ist das Wichtigste, dass ich Blut pumpe. Aber ich bin angewiesen auf jedes andere Organ, wir gehören zusammen. Oder? Und dasselbe sagt die Lunge. Ich für meinen Teil, ich muss Luft, Sauerstoff erzeugen. Ich muss hier pumpen, aber ich brauche das Herz, ich brauche den Fuß, ich brauche alles. Und dann gibt's nicht irgend so ein Tauziehen, dann denkst du nicht, ah, jetzt dachte ich, du hilfst mir, jetzt hilft er dem, verstehst du? Ich möchte jede Aktion, die heute angesprochen worden ist, als ein Teil, als in einem einzigen Organismus sehen. Aber Hauptsache, wir gehen, ja, also apropos aus dem Sessel gehen. Ich werde keine Ansprüche stellen, kommt in die OCG. Außer du spürst es, da gehörst du hin. Wenn du spürst, ab heute bin ich Moslem, dann geh zu Dr. Zaidan und sag, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich sie unterstützen oder wie auch immer. Das gilt für jeden anderen Referenten auch, aber geht, bitte geht. Das müssen wir gehört haben. Nicht jeder muss dasselbe tun, aber da, wo dein Herz schlägt, ich sag dir, dort gehörst du hin. Da, wo es bei dir hochgeht, wo du Glauben hast, wo du sagst, da gebe ich mein Leben dafür, ja, weil das braucht Power, dann bist du entweder auf der Straße, du bist irgendwo beteiligt
oder du bindest Bücher oder ich weiß nicht was alles, aber du wirst dort, wo du hingehörst, wirst du pulsieren und sagen, ich mache die wichtigste Sache der Welt. Ich mache nicht dasselbe wie der andere, aber wir arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin. Und das habe ich heute gespürt. Alles, was gesagt wurde, ist hier angekommen. Die Dinge, die auseinanderklaffen in der Erkenntnis, sagen wir, die überbrücken wir mit gemeinsamen Taten. Da streiten wir uns nicht zuerst, wer richtiger hat als der andere, mit Rechtgläubigkeit. Wir haben genug Grund, die Welt zu verändern mit Rechtschaffenheit. Und die Rechtgläubigkeit hat dann auch noch irgendwann ihren Platz. Jeder soll für sich fest sein in dem, was er macht, aber tut Gutes und tut es zusammen. Ja? Und so möchte ich euch entlassen. Ja? Damit möchte ich diesen Tag beschließen und fest darauf vertrauen, wir sind zu wunderbare Geschöpfe, als dass wir unseren Platz nicht finden könnten. Wir müssen nur wissen, dass es diesen Platz gibt, dass Gott dafür sorgt, wenn wir uns öffnen. Du wirst ihn finden, wir werden ihn finden und wir werden Erfolg haben, auf jeden Fall. Und so wünsche ich jedem die volle Ernte von Menschen, die mithelfen, die an den Pflug gehen, dass jeder sagt, ich habe wichtige Unterstützung gekriegt heute in jeder erdenklichen Weise. Und so sagen wir lieben euch, darum haben wir euch hierher geholt, wir haben euch gedient und sind froh, wenn wir zusammen wieder dienen können. Sagen Tschüss von meiner Seite her, es kommt noch ein letztes Lied, danke nochmal für das. Und irgendwann bis wieder, wir melden uns immer wieder und sagen, wenn wir was Neues im Schilde führen, bleibt dran mit uns und ich sag's nochmal, wir lieben euch. Alles Gute, wir brauchen euch, jedes Einzelne.